Michael Berry ist wiederum auf der Short-Seite unterwegs. Ja, sogar eine ganze Branche will er shorten. Diesen Artikel und auch ähnliche, wie in der Ankündigung gezeigt, sind jetzt am Freitag zu, oder die, Donnerstag und Freitag zu lesen gewesen. Aber recht ausführlich ist dieser Artikel und den schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Und zwar nämlich, was will er eigentlich alles shorten? Da machen wir das nämlich ein bisschen größer, dass wir das da besser sehen. Die Werbung, die schreiben wir weg, weil die zahlen wir nichts dafür. Okay, die neuesten Daten am Dienstagabend ist jetzt veröffentlicht worden, dass er halt in diverse Bereiche wiederum shorten will. Und da ist jetzt hervorzuheben, was will er alles shorten? Unter anderem den Halbleiterbereich, also hier auf den Semiconductor ETF, den schauen wir uns nachher näher an und dann nachher möchte er auch Nvidia shorten und etwas weiter unten steht dann nachher auch die AMD-Aktie, beziehungsweise wäre eine Möglichkeit, diese halt eben die drei Aktien, die lassen wir lieber aus, diese chinesische und so weiter. Also die drei Aktien wäre eine Möglichkeit, auch auf fallende Kurse zu setzen. Und ob das jetzt das sinnvoll ist, ja, das schauen wir uns jetzt da noch an. Ja, wie gesagt, er möchte diverse Aktien shorten. Einerseits charttechnisch interessant, aber auch natürlich fundamental. Nvidia hat zum Beispiel ein KGV von 44 und auch diverse andere Aktien aus diesem Segment sind extrem hoch bewertet aufgrund des KI-Booms. Und hier stellt sich natürlich wirklich die Frage, ist das gerechtfertigt? Und wenn nein, ja, welche Möglichkeiten gibt es zu shorten? Auch das besprechen wir. Zuerst einmal jetzt überhaupt einmal den Index, den er, oder besser gesagt, diesen ETF, den er shorten möchte. Das ist zwar nicht der richtige wäre dieser, also im Grunde genommen sind die eh beide vom gleich vom Verlauf her. Der einzige Unterschied ist, dass der iShares Semiconductor erst 2001 rausgekommen ist und der von VanEck ist sogar etwas älter. Und da ist ja recht interessant, dass wir auch hier wiederum diese 86% Korrektur gehabt haben. Wie ich sehe, das ist ein bisschen so ein Faible heute für solche Sachen, dass wenn solche Sachen neu rauskommen, extrem hoch bewertet sind und danach brechen die entweder 60 oder 86% ein und danach kann man das kaufen. Und wer das tatsächlich hier gekauft hat bei diesen 86%, hat dann in weiterer Folge 2100% auf der Long-Seite mitgenommen oder konnte das bis jetzt da mitnehmen. Wir sehen auch schon schön, das ist Auflagepunkt 1 oder oben 2, weil da unten das passt irgendwie. Ja, könnte man da auch da jetzt oder da irgendwie reinpassen. Egal jetzt, da ist es natürlich ein bisschen eine Verwerfung. Aber was sehen wir? Wir sind in einer wunderschönen Aufwärtsbewegung, die ab dem Corona-Crash noch einmal kräftig nach oben marschiert ist. Aber 2021, wo halt eben auch diverse Aktien von mir bereits gegen Jahresende und dann auch im Jänner mit der Facebook-Short-Wette tatsächlich kräftig nach unten gegangen sind. Wenn man sich das jetzt so anschaut, dann sehen wir da Folgendes. Wir laufen da an ein Hoch heran.
Und jetzt ist es die Frage, kommen wir da drüber oder kommen wir nicht drüber? Wenn wir uns diesen ETF anschauen, der von der Gewichtung her scheinbar nicht hundertprozentig gleich ist wie der andere. Na, was ist denn da los? Okay, gut, das wollte ich eigentlich nicht so machen. Na, glaubt ihr, das da gar nicht aus? Ja, okay, gut. Na. Ah, jetzt, okay, funktioniert es. Okay, also dieses hoch, dann sehen wir, da bohren wir drüber und da könnte tatsächlich der Ausbruch gelingen und höher gehen. Zumindest wenn wir es hier uns auf diesen ETF anschauen, nehmen wir der iShares, dann sehen wir, der ist etwas schwächer. Wir schauen uns natürlich auch einzelne Aktien darin an. Und da sehen wir da folgendes, der ist etwas schwächer tatsächlich, ob das die internen Kosten sind oder was, keine Ahnung. Jedenfalls, der hat es da hier nicht mehr hoch geschafft, der hat es ja wohl nach oben geschafft und ist abgeprallt und nach unten gegangen, der aber nicht. Nichtsdestotrotz, jetzt schauen wir uns wirklich die einzelnen Aktien an und da kommen wir auf die Nvidia-Aktie. Wer sich da noch erinnern kann, nachbörslich hatten wir hier ein Hoch. Da müsste man das jetzt also auf 4-Stunden-Chart nehmen. Und dann sehen wir da tatsächlich, wir hatten da ein Hoch. Ich habe da ein riesen Glück gehabt. Mein Short-Limit mit 5,18 wurde tatsächlich getriggert. Sogar durch diesen Schuss nach oben habe ich da sogar bessere Kurse bekommen. Also die 5,19, ja, bis ist ein paar Cent, hat sogar noch ein Dollar höher gegangen, aber egal jetzt, also das war ein super Short-Anstieg. Die Position wurde aber auch dann nachher hier danach verkauft. Und dann habe ich hier noch einmal sind wir Short gegangen und da wieder verkauft und seitdem warte ich eigentlich ab. Wir sind da jetzt da auch ähnlich wie dieser ETF an diesen Hoch. Herangelaufen, hat aber den Magneten rausnehmen, weil der nervt jetzt da. Dann machen wir das ein bisschen dicker und eine durchgezogene Linie und dann sehen wir da genau das, was ich jetzt gerade gesprochen habe. Wir sind da gescheitert, grandios sogar gescheitert. Abprall nach unten, da auch Abprall nach unten. Das war im Zuge der Zahlen, wo abverkauft worden ist, dann noch einmal hochgelaufen und wieder abverkauft. Fazit für mich jetzt da, aufgrund dieser starken Aktie, ich will da so eine Art Kippen sehen, eine Bestätigung. Spätestens wenn wir da hier unter diese 480 gefallen sind, wird die Schwerkraft zuschlagen und dann werden wir auch tatsächlich auf der Short-Seite wie er, da ist er, wie er werde ich mich dann nachher platzieren. Die zweite Aktie, die wir uns auch anschauen, jetzt da gleich, ist dann nachher AMD. Ähnliches Bild. Nur etwas schwächer. Also wir kommen dann nicht mehr an dieses Hoch heran. Wir scheitern jetzt sogar etwas tiefer bereits hier. Vielleicht wird auch diese Aktie interessant sein zu shorten, aber die Entscheidung, die lasse ich dann noch eben da offen, ob tatsächlich ich dann nachher auch die nehme. Ja, das werde ich bei mir im Premium-Dienst ganz einfach besprechen. Wie setzen wir das Ganze um? Ja, das setzen wir folgendermaßen um. Da gibt es einen Broker-Vorschlag meinerseits. Das schauen wir uns jetzt da auch noch an. Der Broker-Vorschlag, wenn Sie brokervorschlag.de eingibt und danach wird es auch da ganz einfach gemacht, nach unten zu scrollen und hier dann nachher gleich da direkt auch rauf zu klicken. Wie man den Broker eröffnet, Schritt für Schritt Anleitung. Natürlich, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann auch hier diesen Link natürlich benutzen, den Anmelde-Link, womöglich auch diese Nummer zusätzlich eingeben. Wird hier dann auch
genau erklärt, Schritt für Schritt, wie die Anmeldung funktioniert. Dann nachher, wenn ihr euch ein Testkonto runtergeladen habt, könnt ihr das dann nachher damit ausprobieren. Wird dann nachher auch genau hier erklärt, wie das Ganze funktioniert. Chartvorlagen gibt es auch. E-Mail mir zu schicken, kann man das euch mal probeweise anschauen. Wie kann man Investment hinzufügen, wird auch noch erklärt. Und das ist auch jetzt interessant, das ist jetzt neu dazugekommen, ein Video, wie man auch am Handy MetaTrader 5 die App benutzt. Okay, gut, das war's jetzt. Fazit, wie gesagt, diese Shortwette schaut interessant aus. Wenn wir hier da diese Einzelaktien nehmen wollen, was ich tatsächlich jetzt von den beiden Aktien oder ob ich beide Aktien nehme und also das genaue Setting dafür, ja, das werden wir im Premiendienst besprechen. Okay, tschüss, danke fürs Anschauen, Daumen nach oben, wenn euch das gefällt, Kanal abonnieren, ist eh logisch, damit ihr nichts weiter versäumt. Schreibt mir auch darunter, welche von diesen beiden Aktien würdet ihr nehmen, um zu shorten.